Ja, ich habe letztes Mal, gleich nochmal zurückgehen, dieses schöne Beispiel hier präsentiert. Ich habe versucht, Ihnen zu erzählen oder einen Eindruck zu geben. Ich habe Ihnen erzählt und versucht, Ihnen damit einen Eindruck zu geben, wie so ein Protokollablauf aussieht. Dass also hier in dieser Anfangsphase relativ viel hin und her geschickt wird, ohne dass sich wirklich was tut. Und erst, effizient wird das Ganze erst dann, wenn viele Datenpakete ausgetauscht werden müssen. Aber das ist natürlich auch genau das, was wir, wo wir effizient sein müssen. Sonst bei den üblichen Handshake bist du noch da und ja, ich bin noch da, aber ich habe nichts zu sagen. Da brauchen wir eben auch nicht so effizient zu sein. Muss das Protokoll nicht so effizient sein. Aber hier, wenn dann die Bestätigungen Huckepack marschieren und auch diese Sache mit dem Pollen und dem Final schön Huckepack mit den Daten da wandert, dann ist es eben schon effizient, unser Protokollablauf. Das war jetzt das Beispiel fürs NRM, also für den Normal Response Mode, bei dem die Rollenverteilung so asymmetrisch ist. Einen Master und Slaves. Beim Asynchronous Response Mode, bei dem ARM, diese Zugriffsarbitrierung auf das gemeinsame Medium, also die Rederechtsvergabe, nicht durch das HDLC geregelt, sondern es muss irgendwie anders geregelt werden. Entweder haben wir wirklich eine Voll-Duplex-Leitung, also einen Kanal hin, einen Kanal zurück, oder es wird irgendwie auf der physikalischen Schicht geregelt, zum Beispiel wie in Ethernet. Dann können wir ja auch asynchron übertragen. Die Sekundärstation schickt einfach, wenn sie es für richtig hält. Beim ARM wird jede Richtung initialisiert, also hier lieber B. Ich würde gerne den Asynchronous Response Mode setzen. Was sagst du dazu? Ja, ist gut. ARM gesetzt, Unnumbered Acknowledged, das heißt ja, ist gut. Und das Final Flag gesetzt. Und außerdem setzt er dann auch noch, schickt dann dem A, der Gegenstation, einen Verbindungsaufbauwunsch, Set Asynchronous Response Mode, und der antwortet auch mit dem Unnumbered Acknowledge. Und der Asynchronous Balance Mode, da gibt es keine solchen Rollen wie Chef und Abhängiger mehr, Master und Slave. Da wird gleichberechtigt übertragen, zum Beispiel in solchen Computer-Computer-Konfigurationen. Die Huckepack-Bestätigungen sind immer noch möglich, das ändert sich ja nicht. Wir haben ja immer noch diese Sequenznummern in beide Richtungen. Und es wird aufgebaut hier, Set Asynchronous Balance Mode. Was meinst du dazu? Ja, ich bin zufrieden damit. Und jetzt kann gesendet werden. Und es kann dann in beide Richtungen Vollduplex Daten übertragen werden. Genauso wie hier, allerdings wird hier eben, das sind zwei gerichtete Verbindungen und hier haben wir eine Verbindung, die in beide Richtungen geht. Bei dem Asynchronous Balanced Mode. Die Adressierung, die geschieht ausschließlich mit der Adresse der Sekundärstation. Wer sich als Primärstation fühlt, das haben wir ja auch in dem Beispiel gesehen, der schickt Commands und an den, der adressiert ist, und empfängt Replies, und da steht drin, von wem es kommt. Die Adresse, von dem geschickt wird. Die Sekundärstation wird adressiert und empfängt Kommandos und schickt Replies mit der eigenen Adresse. Command und Replies kann man mit so einem Mechanismus an der verwendeten Adresse auch unterscheiden. Zum Beispiel hier, da wird dann bei der Adresse, die ist nur 7 Bit lang, das jeweils höchste Bit noch
gesetzt intern, wenn sowas ankommt, und dann kann man die Richtung besser unterscheiden. Die Senderadresse beim Normal Response Mode ist in Replies drin und die Empfängeradresse in den Commands drin. Naja, die Fehlersituation, das habe ich ja schon öfters gesagt, wenn die Prüfsumme falsch ist, dann muss der Frame verworfen werden. Oder falls eine Abbruchsequenz kommt. Ein überlasteter Empfänger verwirft ebenfalls Rahmen, wenn der Puffer zu Ende ist, und bestätigt sie nicht. Und dann werden sie später nochmal geschickt. Durch den Timeout-Mechanismus. Den haben wir ja auch hier kennengelernt. Die Fehlerkorrektur, das steht hier schon, Timeout, durch, es wird halt einfach dieser Frame nochmal übertragen. Man kann auch einen Reject schicken. Den Reject, den wird man als Empfänger nicht dann schicken, wenn der Rahmen kaputt ist oder verloren gegangen ist, sondern den schickt man zum Beispiel, falls man Pufferüberlauf hat, den Frame nicht bearbeiten konnte, kann man auch einen Reject schicken. Und dann, wenn man hier den falschen gekriegt hat, ne, wenn man N plus 1 gekriegt hat und N fehlt einem noch, also das, was man erwartet, hat man nicht bekommen, sondern 1 weiter, dann kann man einen Reject schicken und dann kriegt man das, was gefehlt hat, dann eben auch noch. Das wird dann dem Sender, wenn der dann einen Reject für den N plus 1 kriegt, dann wird er eben das, was vorher war, nochmal übertragen. Und wenn da 5 ausstehend waren, 5 Frames, dann muss er die 5 nochmal übertragen, weil ja in dem Reject nicht drin steht, welcher fehlt, sondern da steht nur, ja, der N plus 1 gefällt mir nicht, ich hätte lieber den N gehabt. Und da müssen eben eventuell mehrere nochmal übertragen werden. Beim Selective Reject, der Mechanismus, der ist nicht in allen Implementierungen vorhanden. Da kann man einen einzelnen Frame zurückweisen und der Empfänger, der Sender ist, der kann dann sich überlegen, welchen Frame er nochmal schicken muss. In diesem Protokollzusammenhang. Was übrigens auch immer eine gute Technik ist, wenn man zum Beispiel einen kaputten Frame gekriegt hat, und man weiß, dass man senden darf, dann könnte man auch einfach nochmal bestätigen. Und zwar das, was vor dem kaputten war. Daraus kann ja der Sender schließen, die Bestätigung habe ich eigentlich schon gekriegt. Und ich habe ja schon mehr geschickt, warum bestätigt er mir nicht das, was ich eben geschickt habe, das hätte er doch schon haben können. Aha, das wird wohl verloren gegangen sein. Also auf die Weise kann man, indem man eine Bestätigung schickt, die der Sender vielleicht nicht erwartet, beim Sender ein vernünftiges Verhalten sozusagen provozieren. Ja, es gibt da noch so ein paar Ausnahme- und Sonderfälle durch Initialisierung, nochmalig initialisieren durch die Primärstation, wenn man so ein Command Reject schickt oder so ein Frame Reject schickt und so weiter. Hier, das sind optionale Kommandos, ne? Hier die beiden, Request Initialization Mode, Set Initialization Mode, habe ich ja schon besprochen. Das hier, dieses erweiterte Kontrollfeld, Set Normal Response Mode Extended oder Set Asynchronous Balance Mode Extended, das führt dazu, dass wir 16-Bit-Kontrollfeld haben und die 16-Bit-Kontrollfeld und 16-Bit-Adressfeld, insbesondere die 16-Bit-Kontrollfeld werden dann benutzt für größere Window-Sizes. Und das ist ja etwas, was durchaus mal wichtig sein kann. Man kann das auch fest vereinbaren bei der ISDN-Signalisierung. Da ist das fest vereinbart, dass wir 16-Bit-Adressen-Kontrollfeld haben. Das wird also immer im SubME betrieben. Da werden auch sowas wie maximale Paketlänge dann festgelegt. Wir haben ja bisher nichts gesehen, was die
Framelänge limitieren würde. Vielleicht will man das, ja, wahrscheinlich will man das, das ist eigentlich eine vernünftige Annahme oder eine vernünftige Einschränkung und da nimmt man gerne vorher eine Vereinbarung oder man muss halt so eine Initialisierungsphase einführen und die Fenstergröße kann man vereinbaren und ob noch weitere Initialisierung nötig ist. Ich möchte hier noch die Multilink Procedure erwähnen, mit dem einem sowas wie Kanalbündelung gelingt. Wir nehmen mal an, wir haben hier in diesem Falle drei einzelne Kanäle mit, ja, die müssen nicht mal notwendigerweise den gleichen Durchsatz haben, die könnten auch unterschiedlichen Durchsatz haben. Und auf diesen drei Kanälen möchten wir bündeln, sodass wir die vielen Daten, die wir haben, verteilen können auf die drei mit dem begrenzten Durchsatz. Dazu, naja, ein Ansatz könnte natürlich irgendwie sein, das erste Byte schickt man auf den ersten Link, das zweite auf den zweiten, das dritte auf den dritten. Das ist aber eigentlich eher ungeschickt, weil wir dann wieder Stress beim Zusammensortieren haben. Deshalb werden Frames hier auf die einzelnen Links verteilt. In jedem von diesen Rahmen, die dann hier geschickt werden, gibt es dann noch ein Multilink Control Field, wenn er schon Englisch, ne? Und hier läuft dieses Multilink, das Programm gibt, das simuliert, wenn Sie so wollen, hier einen Single Link, die Single Link Procedure, also ein ADLC, aber hier durch diese Multilink Procedure wird das abgebildet auf drei LabBs, die dann die Daten übertragen und weil die Frames ja hier nummeriert sind und in dem Multilink-Kontrollfeld weitere Sortierinformationen steht, können die hier wieder zusammengefügt werden. Die hier sind ja auch zuverlässig, also muss sich der nicht mehr um Zuverlässigkeit kümmern. Das Einzige, worum man sich kümmern muss, ist die richtige Sortiererei. Und deshalb gibt es in jedem Rahmen noch zusätzlich das Multilink-Kontrollfeld und da stehen eben gerade nochmal Sequenznummern drin, dass das hier wieder in der richtigen Reihenfolge abgeliefert werden kann. Im Modembetrieb gibt es auch eine Variante vom HDLC für den Modembetrieb und das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, für die ISDN-Signalisierung, die Linkschicht der ISDN-Signalisierung wird das HDLC im 16-Bit-Modus betrieben. Der Vorteil ist weniger, dass wir jetzt größere Fenster haben können, die werden sowieso nicht benutzt bei der Signalisierung da. Das ignorieren wir jetzt mal. Aber man hat eben auch mehr Adressbits und für eine Telefonanlage ist das nützlich, wenn wir viele Endgeräte anschließen können und in den Endgeräten noch unteradressieren können, also verschiedene Instanzen ansprechen können. In diesem 16-Bit-Adressfeld ist dann beim LabD ist aufgeteilt in einen Terminal Identifier und einen Service Access Point Identifier und bei den Service Access Point Identifier, da gibt es dann eben einen für Call Control und einen für Gerätemanagement und noch ein paar andere für Tests und so weiter. Also da gibt es in jedem Gerät ein paar Signalisierungsinstanzen und es kann an jedem Link mehrere Endgeräte geben, die durch diesen Terminal Endpoint Identifier unterschieden werden. Dafür gibt es eine Vergabeprozedur beim Einschalten, dass jedes Gerät würfelt erstmal wieder eine TEI und schickt es dann an die Vermittlung. Und wenn die Vermittlung sagt, nee, das kennen wir schon, das Ding, dann muss man sich was anderes suchen. Also so ein bisschen so wie das Apple Talk das macht, haben wir ja besprochen. Für manche Zwecke kann das Adressfeld sogar noch erweitert werden. Da gibt es einen Erweiterungsmechanismus da drin. Das benutzt man, wenn man viele Signalisierungsinstanzen braucht, zum Beispiel auf Nebenstellenanlagenanschlüssen, die ja unter Umständen hunderte Verbindungen gleichzeitig unterhalten wollen.
Das LAPD wird übrigens auch bei so einer Backbone-Technik, dem Frame Relay, benutzt, mit dem man auch Internet implementieren kann. Also das Backbone fürs Internet, für den Internettransport zwischen Routern implementieren kann. Also das insgesamt, diese HDLC-Familie wird vielfältig verwendet und hier steht es nicht mehr, aber es gibt von dem LAPD auch noch eine Variante, LAPDM, das unsere Mobiltelefone als Schicht 2 für die Signalisierung benutzen. Da gibt es noch ein paar Erweiterungen. Also auch da noch Varianten. Wir werden dann dem HDLC nochmal in anderer Form nochmal beim Ethernet begegnen. Ich habe das HDLC hier in dieser Breite erzählt, weil es erstens interessant ist, wie so der Protokollablauf effizient organisiert werden kann, einerseits, und andererseits, weil es eben vielfältig verwendet wird. Und es ist sicher nicht das unvernünftigste Protokoll, wenn Sie mal irgendein Link-Protokoll brauchen für irgendeinen Zweck, HDLC benutzen. Da gibt es viele Informationen, wie man es richtig benutzt. Da gibt es Software, da gibt es Hardware dafür, Literatur, das ist schön dokumentiert. Also es ist schon ein Mechanismus der Wahl. Ich habe über Frames gesprochen. Die habe ich konzeptuell variabel lang angesehen und so wie es HDLC gemacht ist, kann man ja auch ganz lange Frames schicken, auch welche, die ein paar Gigabit groß sind. Ob das geschickt ist oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Für welche Anwendung jetzt das sinnvoll wäre, einen Megabit langen HDLC-Frame zu schicken, das weiß ich nicht so, ob es da überhaupt was gibt. So instinktiv würde ich sagen, nach ein paar zigtausend Bits sollte man vielleicht Schluss machen. Ein Ethernet-Frame ist 12.000 Bit lang, maximal. Ich möchte noch die Sache mit den ATM-Zellen erwähnen in dieser Vorlesung. Das Asynchronous Transfer Mode Netzwerk war mal gedacht als unifizierendes Netzwerk für paketisierte Übertragung und für Übertragungsfälle sowie Telefonie oder Videoübertragung, bei der wir Ströme haben. Die Ströme werden aber beim ATM in kurze Zellen fester Länge aufgeteilt. Das mit der festen Länge, das ist auch eigentlich eine gute Idee, dann kann sich nämlich die Vermittlung gut darauf einrichten. Wenn die Frames unterschiedlich lang sind und wir brauchen eine Vermittlung dafür, dann müssen wir immer Datenstrukturen mitschleppen, die uns sagen, wie lang ist denn dieser Frame. Die Pufferallozierung ist schwieriger. Wenn wir eine feste Länge haben und wir legen die Zellen hintereinander in den Speicher, dann können Sie sich vorstellen, dass die Adressberechnung dafür ganz einfach ist. Wir müssen einfach immer diese Konstante draufzählen, dann sind wir bei der nächsten Zelle. Wir müssen uns also wenig um, und auch das Wegwerfen, Garbage Collection ist einfach, weil wir eben dann nur markieren, dieser Stück Speicherplatz, diese Zelle im Speicher ist jetzt wieder frei oder ist besetzt. Und auch das Verschieben ist alles viel einfacher. Bei variabel langen Frames und Paketen ist der Verwaltungsaufwand viel höher. Das, was man programmieren muss. Also, auch die Vermittlung, wenn man das Koppelfeld richtig konstruiert, wie groß der Puffer sein muss und so weiter, schon viel einfacher zu konstruieren, wenn wir diese feste Rahmengröße haben, wie wir Zellen nennen. Als das standardisiert wurde, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, wollten die einen 32 Byte lange Zellen und die anderen 64 Byte lange Zellen und am Ende hat man sich auf 48 geeinigt. Und dann kommen noch 5 Byte Header dazu. Vielleicht waren das auch mal 4 Byte und es ist dann eben etwas mehr geworden, weil insgesamt 53, ich meine, das ist ein Informatiker, widerstrebt das natürlich schon massiv, da Primzahlen.
kann man ja auch nicht mit einfachen Masken oder sowas bearbeiten, ne? Kann man nicht Ant-Man ein paar Bit machen und naja, also das ist schon obskur. Na gut, 53 Byte sind es dann geworden. Hier vorne drin steht im Wesentlichen die Weglenkungsinformation. Und noch, na, hier ist eine Prüfsumme. Payload Type, das brauchen wir jetzt hier zunächst mal nicht zu besprechen. VPI und VCI ist für die Vermittlung relevant. Also Virtual Path Identifier und Virtual Connection Identifier. Aber wenn wir solche Zellen mit fester Länge haben, dann müssen wir uns natürlich darum kümmern, dass irgendwelche SDUs, die größer sind, richtig verarztet werden, aber auch SDUs, die kleiner sind, müssen richtig verarztet werden. Wenn wir wissen, dass wir, naja, dass wir einen Strom haben, byteweise orientierten Strom, na, dann stecken wir die Bytes da einfach rein und gut ist. Na, 48 Stück und dann die nächsten 48 und dann die nächsten 48 und die Gegenseite weiß, worum es sich da handelt, nimmt die 48 Byte und spielt die ab. Mit Video kann man sowas auch noch bauen, wenn man die Dateneinheiten für den Kompressor richtig groß macht und das MPEG 2 hat sowas zum Beispiel. Da gibt es diesen MPEG Transport Stream und die Dateneinheiten sind da 188 Byte, glaube ich. Das sind 4 mal 47, sodass das gut hier reinpasst und noch ein Byte Platz ist für Verwaltungszwecke. Ne? 192 wären ja 4 mal 48. Also wenn man das richtig fürs Video und fürs Audio benutzt, dann passen diese, oder wenn man den Strom richtig organisiert, dann passen diese Zellen ganz gut dazu. Für alle anderen, wenn wir nicht auffüllen müssen, den Rest auffüllen müssen oder aufteilen müssen und nur den hintersten vielleicht auffüllen müssen, für alle anderen braucht man solche Adaptation Layers, ATM Adaptation Layers. Und mit denen, na, da kann man dann auch wieder ein Protokollchen veranstalten. Und das habe ich hier nochmal aufgeschrieben. Also wir haben über dem AAL, also unten drunter gibt es die ATM-Zellen. Ne? Rot vorne dran ist der Zellheader, Weglenkungsinformation und sowas. Und dann kommen hier einzelne Felder, über die ich jetzt sprechen muss. Und oben drüber, na, da kommt eine SDU rein. Da gibt es erstens das, was man Convergence Sublayer nennt. Im AAL, dieses AAL, das müssen wir irgendwie so rein positionieren zwischen Schicht 1 und Schicht 2 bis 3. Also, wir nehmen die SDU, das könnte jetzt ein Internetpaket sein, ein IP-Paket sein. Der Convergence Sublayer packt vorne dran den Header und hinten dran einen Trailer. Wir könnten sich zum Beispiel eine Prüfsumme anbieten und hier ein bisschen Kontrollinformation. Und in dem Segmentation and Reassembly Sublayer, da steht es nur Ausbuchstabe mit SR, wird dann dieses ganze Ding hier genommen und auf Zellen aufgeteilt. Wie viele Bytes hiervon genommen werden und hier reingesteckt werden, das hängt von der Sorte von AAL ab. Es können in diesem Fall beim AAL 5 48 sein, dann nimmt man die ersten 48, die zweiten 48, die dritten 48, die vierten 48 und steckt die hier rein, dann wäre jetzt dieses Grüne nicht mehr dabei. Aber hier bei denen, da gibt es zum Beispiel was, oder bei dem hier, dass da noch vorne und hinten kleine Headerchen drankommen, da hätten wir also hier von nur 44, dann kommt da ein kleiner Header vorne dran und einen Trailer hinten dran. Bei denen da. Das AL34, das hat man erstmal definiert und sich richtig Mühe gegeben, damit das perfekt wird und alles kann. Und hat man es doch einfach nur weggelassen. AL1 für diese sogenannten Constant Bitrate Dienste, also zum Beispiel Telefonie, also klassische Telefonie. G711 bedeutet 8000 Bytes pro Sekunde. Wollen wir übertragen.
Die Nutzlast, oder hier H261 ist Videotelefonie. Die Nutzlast 46 oder 47 Byte. Der Header in der Zelle hat eine Sequenznummer. Für, und hier für diesen Conversion Supplier Header gibt es einen CRC. Hier auch CRC, hier hinten drin im CS Header ist Management drin und hier einen CRC. Damit werden dann die gesamten Frames nochmal neu übertragen, falls eine von diesen Zellen verloren geht. Nun muss man noch dazu sagen, dass so ein ATM-Switch in der Überlastsituation anfängt, Zellen wegzuwerfen, wenn also zu viele Zellen zu übertragen sind. Das stört beim Audio zum Beispiel gar nicht. Ja, dann ist halt, dann fehlen halt mal 48 Byte. Also muss man vielleicht interpolieren, sieht man in der Sequenznummer, dass zu interpolieren ist. Und dann, dann nehmen wir den Sound hier und den Sound da und flicken noch irgendwas da rein, dass es einigermaßen brauchbar anhört. Muss man sowieso machen. Falls was verloren geht, das machen unsere Mobiltelefone auch, wenn die wissen, dass so ein Audioburst stark korrumpiert ist, dann wird einfach interpoliert. Das heißt einfach, dann wird eben interpoliert zwischen dem Audio vorne dran und dem Audio hinten dran und das Ergebnis ist irgendwie akzeptabel. Zumindest fliegt nicht die Membran vom Lautsprecher raus. Also hiermit kann man umgehen, wenn hier mal eine Zelle verloren geht. Aber immer genau dann, ne, wenn wir uns überlegen, ja, das hier sind jetzt einzelne Zellen mit Audio drin. Die lässt der Switch durch, die lässt der Switch durch. Das lässt er aus, lässt er durch, lässt er durch, lässt er aus, lässt er wieder durch. Ja, dann kann man, hat man nämlich immer was, zwischen dem man brauchbar interpolieren kann. Aber das ist für so eine Anwendung hier gerade der Killer. Wenn wir regelmäßig was auslassen. Da wird nämlich dafür gesorgt, dass in jedem von unseren Paketen hier ein Fehler auftritt und dass jedes von diesen Paketen irgendwie wiederholt werden muss und dann geht es irgendwann überhaupt nicht mehr voran. Und genau dieses Erlebnis hatte ich übrigens auch mal bei einem bei einer Projektdemonstration bei der EU in Brüssel. Das funktionierte alles super, die Software, die wir hatten. Auch über die ATM-Switches ging alles toll. Und an dem Tag der Präsentation, da wurden alle Projekte reviewed. Nicht nur unsere, sondern auch alle anderen, die sich mit ATM befasst haben. Und da waren alle auf dem Switch. Und bei allen wurden Zellen weggeworfen. Und da wir IP-Pakete übertragen wollten, ist praktisch nichts durchgekommen, weil die Switches natürlich gerecht verteilt haben, bei jedem mal ein bisschen was. Und wenn wir uns überlegen, so ein IP-Frame hat 1500 Byte und wir kriegen ungefähr 48 Byte in eine Zelle hinein, dann bedeutet das, dass die Chance, dass wir da erwischt werden, natürlich ziemlich hoch ist, ne, weil mehr als 30 Zellen für einen, in einem Frame, in einem, für ein IP-Paket gebraucht werden. Und wenn der Switch beschließt, er schmeißt jede 20. Zelle weg, dann kommt da nicht ein IP-Paket durch. Und genau das haben wir dann eben da auch beobachten müssen. Das hat so ausgesehen, als ob überhaupt nichts funktioniert. Übrigens, diese ATM-Segmentierung wird auch bei manchen DSL-Links verwendet. Da wird dann auf dem DSL-Link werden ATM-Zellen übertragen. Und in den Routern kann man manchmal, wenn man dann im Konfigurationsmodus ist, kann man auch noch Überreste von dieser ATM-Geschichte erkennen. Bei den DSL-Routern. Ja, übers Ethernet habe ich schon gesprochen. Ich werde das jetzt nochmal wiederholen. Zur Einordnung. Diejenigen von Ihnen, die es schon in technischer Informatik gehört haben, die kann ich einfach nur bitten, trotzdem zuzuhören mit einem oder anderthalb Ohren, so als Wiederholung. Vielleicht schadet es ja nicht. Und wenn Sie meinen, dass es Ihnen schadet, dann muss es jetzt eben einfach ein bisschen langweilen. Oder Sie klappen die Ohren zu. Wichtig beim Ethernet, nochmal, ist die Broadcast-Topologie. Pakete gehen an
alle Ethernet-Frames. Einer sendet, alle hören zu. Die Adressauswertung geschieht im Empfänger. Und der entscheidet, ob er den Frame speichert oder nicht. Speichern bedeutet in Empfang nehmen. Er nimmt grundsätzlich alle mit der Broadcast-Adresse in Empfang, der Ethernet Receiver. Er nimmt alle mit der, bei denen er in der Multicast-Gruppe ist, in Empfang. Über den Ethernet Multicast werden wir noch reden. Er nimmt alle in Empfang, die für ihn persönlich adressiert sind. Also in dem Adressfeld von so einem Ethernet-Frame, da steht eben vorne drin, wer gemeint ist, entweder lauter Fs für Broadcast oder so eine Multicast-Gruppe. Und diejenigen, die diese Multicast-Gruppe als Zieladresse in sich drin konfiguriert haben, diese Ethernet-Chips nehmen das in Empfang, oder, das ist der dritte Fall, nur die einzige eigene Adresse. Oder wenn Sie irgendwas machen, können Sie den Ethernet-Chip auch dazu bringen, einfach sowieso alle in Empfang zu nehmen, alle Ethernet-Frames in Empfang zu nehmen, auch wenn es Unicast-Frames sind, denn man kann in so einem Medium zuhören. Deshalb, wenn man einen Hub hat und irgend so ein Ethernet-Spy-Tool hat, dann kann man da gut zusehen. Das heißt Spy-Tool, die sind natürlich zum Debuggen von lokalen Netzwerken gebaut und auch sinnvoll. Kollegen von mir aus meiner Zeit in Amerika haben auch mal sowas bei so einer Firma gearbeitet, Wild Packets hieß die. Und haben an diesen Tools mitgearbeitet, die einfach alle Pakete in Empfang nehmen und dann auch weiter reinschauen. Da kann man in die Pakete reingucken und sehen, ob es IP ist, UDP, TCP und so weiter. Das wird dann auch noch weiter aufgeteilt und die Felder einzeln angezeigt. Naja, zum Debuggen von Netzwerken ist das sinnvoll. Aber man sieht natürlich auch, was die anderen Leute da so im lokalen Netz herumschicken. Das Ethernet, das ist standardisiert worden. Das Xerox zusammen mit DEC und Intel hat das vor vielen Jahren, erstmal präsentiert und dann der IEEE zur Standardisierung angetragen. Und die IEEE, dieser IEEE-Standard 802, diese Familie 802, das Punkt X steht für die verschiedenen Varianten, besteht aus verschiedenen Teilen. 802.1 ist dieses Interface hier oben. Da habe ich hier dann drüber geschrieben, da gibt es also verbindungslose, unbestätigte Dienste, ne? Link, Data, Request. Jetzt verstehen wir es auch ein bisschen besser, nachdem wir über die Namensgebung im ISO-OSI-Schichtenmodell gesprochen haben. Link Data Request, Link Data Indication. Wird manchmal auch Data Link Unit Data genannt. Ethernet Frame abschicken, Ethernet Frame ist angekommen und hier hinten sind die Bytes. Das ist der verbindungslose Modus, dann gibt es noch den verbindungslos bestätigten Modus, genauso wie hier, Link, Data, Acknowledge, Request und Indication. Und außerdem gibt es noch Link, Data, Acknowledge, Status, Indication, um zu sagen, dass man so ein Frame, um mitgeteilt zu bekommen, dass man so ein Frame erhalten hat. Also ein quittierter Betrieb, eigentlich was Nützliches. Denn wenn man das hier vom Gegner, von der Gegenseite bestätigt bekommen hat, dann weiß man wenigstens, dass der Ethernet-Frame angekommen ist. Und dann gibt es noch eine verbindungsorientierte Variante und das ist so wie das HDLC. Da steckt tatsächlich dann auch das HDLC dann drin. So, hier in dem Logical Link Control, also für die einzelnen Fälle, die Sachen müssen einfach implementiert werden, dann gibt es so eine Bridging-Funktionalität, dass man vom CSMA/CD zum Beispiel in den Token ringen kann oder vom normalen CSMA/CD hier ins Wireless kann und zurück. Das MAC Bridging steckt hier drin, 802.1D. Und hier unten drunter werden dann all diese Substandards eingeklinkt für das, was wir Ethernet nennen,
für den Token Bus, mit dem die Leute auf der Ethernet-Verdrahtung gerne Automatisation, Factory of the Future und Maschinensteuerung sowas implementieren. Dann hat es den Token Ring, den es von IBM, ja, der mal von IBM propagiert wurde, verkauft wurde. Eigentlich für eine gute Technik, habe ich ja schon auch schon mal technische Informatik erzählt, aber auf der Marketingseite und auf der Projektmanagementseite vermasselt. Diese Metropolitan Area Networks mal eine Zeit lang en vogue, dann wieder in den Hintergrund getreten, hat auch nicht ganz zum Markt gepasst. Es ist eher was für die Verbindung von mehreren Firmen oder Behörden oder sowas in Städten. Formulieren wir es mal so. Dann gibt es noch weitere hier, da gibt es auch so einen Standard, der heißt Zigbee und solche Sachen. Das passt, wird ja auch überall dann da hier noch in diese Standardfamilie hineingenommen. Und dann haben wir noch die ganzen Wireless-Standards, und da werden wir noch drüber sprechen. Da gibt es dann hier unten drunter auch noch eine weitere, eine feinere Aufteilung. Und jetzt, wenn wir uns den LRC bzw. MAC-Rahmen ansehen, da können wir irgendwie so entfernt wieder so die typische Rahmenstruktur erkennen. Wir haben hier so eine Präambel, ja, das ist jetzt hier der 802.3, also Ethernet-Frame. Dann kommt so ein Start-Frame-Zeichen, ein Flag, Destination-Address, Source-Address. Das hat jetzt ein Längenfeld, ein Padding, weil es eine gewisse Mindestlänge gibt, das werden wir dann auch kurz anschauen und studieren, warum es diese Mindestlänge hat, und dann noch eine Frame-Check-Sequence, um die Integrität zu überprüfen. Das hier sind 32-Bit, und das ist dann so ein 32-Bit-Prüfpolynom. Ich habe es hier nicht aufgeschrieben, kann man auch ganz einfach im Internet finden, das Ethernet-Prüfpolynom. 32-Bit macht schon eine ganze Menge, also macht schon, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man einen Bitfehler übersieht. Und man kann auch zeigen, dass einzelne Bitfehler natürlich immer gefunden werden. Und ich glaube, alle geraden Bitfehler werden gefunden und alle ungeraden Bitfehler, wenn sie in Burst sind, bis 20, 30 Bit lang oder so ähnlich. Und dann gibt es irgendwelche, die man auch übersehen kann bei den ungeraden Bitfehlern, aber dann sind dann die Wahrscheinlichkeiten da irgendwie im 1 zu 1 Million Bereich oder so. Also schon sehr unwahrscheinlich. Innen drin gibt es dann den sogenannten LLC-Layer-Rahmen. Das ist hier für das Logical Link Control. Das ist also schon hier drin fertig übertragen, hier übergeben. Also das da ist dann weg. Und dann haben wir nur noch den LLC-Rahmen, den man beim MAC-Bridging bedienen muss zum Beispiel. Da haben wir hier Destination Service Access Point, Source Service Access Point, Steuerfeld und das Informationsfeld. Das hier, das Steuerfeld, ist ähnlich wie bei unseren guten Freunden. Es gibt auch verbindungsorientierte Protokollvarianten, die brauchen wir auch hier unten dafür, mit Fehlerkontrolle, Sequenznummern und so weiter. Und dann sind die Rahmentypen auch so vom HDLC inspiriert und abgeleitet. Ich habe hier noch ein paar hingeschrieben. Die MAC Services, also das, was hier da ist an dieser Stelle, das ist dann natürlich einfacher. Medium Access Unit Data, Request, bitte abschicken, Indication, hier ist was angekommen, und der Unit Data Confirmation bestätigt die Übertragung. Dem LLC, also das ist MAC, das übertragen hat. Zur Zugriffssequenzialisierung, auch über die hatten wir in der technischen Informatik schon gesprochen. Zunächst mal im gemeinsamen Medium muss irgendwie beim konkurrierenden Zugriff reserviert werden.
zumindest für eine gewisse Zeit, für eine gewisse, auch kurze Zeit. Da könnte man zum Beispiel was neben so ein Reservierungsverfahren nehmen. Eine Idee ist, ein Master schickt so einen Reservierungsrahmen rum und die, wenn der Reservierungsrahmen da auf dem gemeinsamen Medium anliegt, entweder wenn es um so einen Ring rumgeht oder auch nur auf einem gemeinsamen Draht, jede Station hat ihre Bitnummer. Wenn es 500 Stationen gibt, 512 natürlich, dann weiß die Station 13, dass sie im 13. von diesen 512 Bits das Bit setzen muss. Also der Sender, also der Master, der gibt nur so einen Rahmen vor und lässt dann, Open Collector Ausgang, die 512 Reservierungsbits offen. Jeder zählt mit. Den Takt muss man synchronisiert haben auf dieser Länge. Jeder zählt mit und wenn er bei seinem Slot ist, bei seinem Bit ist, dann kann er das auf 0 ziehen oder auf 1 ziehen. Wir können auch eine Physik, also einen Physical Layer uns bauen, sodass das immer auf 0 steht und nur wenn wir wirklich aktiv ziehen, wird es eine 1. So, und dann liest der Master also mit, wer welches Bit gesetzt hat. Und wenn das 13. Bit gesetzt ist, dann, und das erste Bit ist gesetzt, also der erste will was senden, der mit der Nummer 5 will was senden, dann kommt wieder 0, dann kommt 13. Dann sagt dem Nummer 1, jetzt bitte mal senden oder vielleicht auch verteilt, alle Stationen schauen zu. Dann wissen wir, dass im ersten Zeitschlitz der 1er sendet, im zweiten Zeitschlitz der 5er sendet, im dritten Zeitschlitz der 13er sendet. Das können wir sowohl zentral als auch dezentral organisieren. Bei niedriger Netzaktivität und hoher Teilnehmerzahl ist dieses Verhältnis von Reservierung zu Netto-Datenübertragung etwas ungünstig. Schön ist, dass man das deterministisch hinkriegt. Und weil es jeder in so einer Reservierungsphase seinen Anspruch anmelden kann, ist es auch gerecht. Wer nichts zu senden hat, na gut, der geht leer aus. Aber alle, die was zu senden haben, setzen ihr Bit und kommen dann auch dran. Pro, sagen wir mal, Transaktion, wenn es einmal reihum geht. Das kriegt man also auch sogar dezentral hin. Man muss bloß irgendjemanden haben, der diesen Reservierungsrahmen vorgibt. Das kann man auch vielleicht mit Election-Verfahren oder sowas machen. Da kommen wir nochmal zu einem anderen Zeitpunkt drauf zurück. Also konzeptuell dezentrale Verfahren, dieser reine Wettstreit, Aloha, da kommen wir gleich vorbei, Wettstreit mit Reservierung, na, da steht eben ganz groß CSMA dabei, die Varianten. Und dann reine Reservierung, entweder fest oder so statistisch. Das hier oben ist die Bitmap-Reservierung. Da gibt es für das DQDB, also diese Metropolitan Area Networks, was. Und natürlich die Token-Verfahren, Token-Bus, Token-Ring. Und das, was dann beim FIDI verwendet, die Variante vom Token-Ring, die da beim FIDI benutzt wurde. Die rein statistischen Verfahren, also hier links, bei dem reinen Wettstreit einfach mal senden und wenn es kollidiert, haben wir einen Pech, dann ist unsere Übertragung korrumpiert und die höhere Schicht muss sich dann überlegen, ob das nochmal gesendet werden soll oder nicht, weil da braucht man so ein Handshake, ne? Also die eine Seite sendet und wenn die andere Seite das in Empfang genommen hat, quittiert sich mit dem Paket. Wenn nicht, dann quittiert sich nicht, dann muss der Sender eben nochmal schicken. Wir schicken einfach munter unsere Frames im Aloha. Wenn zwei gleichzeitig auf die gloriose Idee kommen, dass sie einen Frame schicken, dann gehen eben beide verloren. Beide übrigens, das ist ein bisschen hässlich. Ne? Nicht nur der eine, sondern auch der andere geht verloren. Und es gibt auch diesen Überlagerungsfall, dass der eine schon fast geschickt hat und dann kommt der andere auf die schlaue Idee auch noch zu schicken. So überlagernd und dann sind natürlich auch beide von hier bis hier verloren gegangen. Also hässlich. Wenn wir jetzt mal Poisson-Verteilung annehmen
und betrachten, dass wir hier eine gewisse Last hier unten anbieten, viele Stationen Last anbieten, dann kommen wir mit diesem eigentlich naiven Verfahren, wenn wir noch auf 18% Auslastung Durchsatz, wenn wir hier den Durchsatz abhängig von der Last auftragen. Sie sehen, wenn viel mehr Last angeboten wird als 0,5, dann sinkt der Durchsatz. Und das ist natürlich hässlich. Gerade im Überlastbereich geht der Durchsatz in die Knie. Das ist schon hässlich, aber interessant ist, bei vernünftiger Dimensionierung kriegt man sogar noch 18% Durchsatz zusammen. Das ist ein erstaunliches Ergebnis, wie ich finde. Eigentlich würde man ja davon ausgehen, es gibt nur Chaos und keiner kann seine Nachricht absenden. Man kann das sogar noch ein bisschen verbessern. Wir legen solche Zeitschlitze fest. Und senden darf man nur am Anfang von einem Zeitschlitz. Also entweder fange ich hier mit meinem Paket an, oder ich muss auf den nächsten Zeitschlitz warten. Schauen wir mal das hier an. Also hier ist der Zeitschlitz, hier kommt der Übertragungswunsch in einer Station, aber das muss jetzt noch zwischengepuffert werden, bis der nächste Zeitschlitz kommt, dann können wir hier drin übertragen. Jetzt kommt hier der rote bei einer anderen Station an. Wir können nicht gleich senden. Wir könnten also auch nicht den blauen, der schon gesendet wird, kaputt machen. Sondern wir müssen den zwischenpuffern und können den erst hier schicken. Und der hier, der ja auch wieder den roten kaputt machen will, wird auch hierhin verschoben. Das Einzige, was jetzt also noch passieren kann, ist, dass zwei Stationen oder drei in einen Zeitschlitz gleichzeitig reingehen. Dann geht aber nur das, was in diesem Zeitschlitz ist, kaputt. Und diese Situation, dass wir mit den letzten paar Bytes noch den ganzen vorderen Frame kaputt machen, passiert uns nicht. Deshalb ist unter der Annahme der Exponentialverteilung der Durchsatz immerhin bis zu 37% Durchsatz möglich. 37% vom theoretischen Durchsatz möglich. Das ist auch wieder so ein erstaunliches Ergebnis, wie ich finde, erstaunlich. Aber wir müssen diesen Zeitschlitzmechanismus irgendwie implementieren. Also wir brauchen irgendwelche Vorgaben, eine synchronisierte Uhr oder sowas ähnliches, die dafür sorgt, dass alle Stationen wissen, wann so ein Zeitschlitz losgeht. Slotted Aloha ist das Verfahren. Das CSMA, na, das ist eigentlich das, wie man sich so denkt. Und als ich zum ersten Mal über Rechnernetze nachgedacht habe, da habe ich mir gedacht, so könnte man sowas doch bauen. Aber es hat sich natürlich herausgestellt, dass ich ja nicht der Erste war, der sich das ausgedacht hat. Schön wäre es gewesen. Aber naja, also, das ist natürlich wesentlich vor meiner Zeit. Ich glaube, da wäre ich wahrscheinlich noch in die Grundschule gegangen, als man sich das überlegt hat. Das CSMA. Das heißt, Carrier Sends Multiple Access ist ein bisschen so, wie man das als Mensch auch macht. Wenn man in der Gesellschaft ist und was sagen möchte, dann wartet man eben so lange, bis mal Schweigen ist, dann kann man seinen Gedanken zum Besten geben. Und es wird generell als gesellschaftlich nicht akzeptabel angesehen, wenn man einfach dazwischen quatscht. Wenn die anderen reden. Also wir vor der Übertragung hören wir mal rein, ob das Medium belegt ist. Und wenn das Medium frei ist, dann senden wir. Also wir betrachten das Medium, hier unten ist die Zeit und wir testen. Oh, da sendet ja schon ein anderer. Da kommt der Name her. Carrier Sense. Carrier ist der Signalträger, die modulierte Welle. Also wir stellen fest, da sendet schon jemand. Das kann man im Funkkanal machen, das kann man auf dem Draht machen. Das kann man auch im Audiokanal machen. Wir machen es eben, wir hören, ob da jemand anders spricht. Und sobald der andere fertig ist mit seinem Satz und mal Luft holt, um den nächsten zu sagen, fahren wir schnell rein und sagen was. Das wird dann generell als höflich betrachtet. Implementiert wird es, indem wir reinhören, 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 reinhören und danach gleich nochmal versuchen. Also reinhören, nee, ist belegt, also nochmal. Nee, ist belegt, also nochmal. Und irgendwann finden wir mal,
ist nicht belegt, wir sind. Und jetzt könnte man denken, dass jetzt das Problem schon erledigt ist, aber natürlich ist es noch nicht erledigt. Es gibt trotzdem noch Kollisionen. Und das haben Sie wahrscheinlich in der Gesellschaft auch schon mal erlebt. Man sitzt zu mehreren, irgendeiner labert und labert, und wenn er endlich fertig ist, fangen gleich zwei an zu sprechen. Weil jetzt endlich mal, ja, jetzt kann man mal zu Worte kommen, und anderen können auch auf dieselbe Idee kommen. Und hier in unserem gemeinsamen Medium, wir hören alle rein, der hört zu, der hört zu. Es ist plötzlich kein Carrier mehr zu hören, der sendet und der sendet. Und irgendwo unterwegs kollidiert das. Wie groß ist eigentlich das Zeitfenster, in dem das passieren kann? Ja, auf dem Draht hier, da breitet sich im Medium, breitet sich das Signal von dem und das Signal von dem mit einer gewissen Geschwindigkeit aus. In einem Stück Kupferdraht irgendwie 22.000 Kilometer pro Sekunde oder so. In der Gesellschaft, bei der gepflegten Unterhaltung 330 Meter pro Sekunde. Ne? Wenn man also 3 Meter auseinandersitzt, gibt es durchaus die Möglichkeit, naja, eine Hundertstel Sekunde dann, dass man durcheinander quatscht. Also man merkt nicht, dass der andere auch angefangen hat. Und jetzt gibt es da verschiedene Arten, damit umzugehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es kollidiert, ist proportional zur Laufzeit, zur Signallaufzeit. Und deshalb ist das Telefonieren über einen Satelliten oder mit Skype, wenn das Delay so lang ist, das Delay zum anderen hin und dann mit mir zu mir zurück, so schwierig, weil wir genau dann den CSMA-Effekt haben. Der andere sagt nichts, aber das kommt natürlich erst ein paar hundert Millisekunden später bei mir an, wenn die Laufzeit hoch ist. Und dann fange ich also an zu reden, aber in der Zwischenzeit hat der andere auch schon wieder angefangen und es gibt eine Kollision. Genau das hier. Also die Risikozeit ist der Weg von hier bis hier. Oder auch, je länger das Kabel ist, je länger es von, also wenn wir in so einem lokalen System 20 Geräte angeschlossen haben, dann ist unsere Risikozeit die Zeit, die das Signal braucht, um vom einen Ende bis zur Hinterstation auf dem anderen Ende zu kommen. Das ist unsere Risikozeit. Und das ist eine wichtige Überlegung, denn das bedeutet, wir können lokale Netzwerke nicht einfach beliebig groß machen. Irgendwann mal, wenn wir die ein paar Kilometer oder 100 Kilometer oder 200 Kilometer groß machen, dann sind die so groß, dass wir ständig mit dem CSMA Kollisionen produzieren. Also, auch wieder keine gepflegte Unterhaltung möglich ist. Also, langes Kabel erhöht die Kollisionsgefahr oder die Collision Domain wird durch die Signallaufzeiten, die Größe der Collision Domain wird durch die Signallaufzeiten und die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Kollision kommt, die maximale Wahrscheinlichkeit, die wir vorgeben, beschränkt. Der Durchmesser von der oder die Länge vom Kabel, der Durchmesser unserer Collision Domain. Was macht man? Naja, dieses, wir testen, 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 testen. An dieser Stelle kann man vielleicht noch irgendwas hinkriegen. Man könnte zum Beispiel, wenn wir das Persistent CSMA ist, wir hier, das ist das Medium, hier liegt ein Carrier an, jemand anders überträgt, wir testen, 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 sobald es frei ist, schicken wir. Also while Carrier, solange wir den Carrier messen können, machen wir am besten mal gar nichts. Dieses Persist heißt einfach eine NOP-Instruktion und gleich nochmal testen. Und so wie die While-Schleife hier ist, ne, würden wir also testen, 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 so schnell wie unsere Maschine, unser Chip das kann. Eine Messung durchführen und danach sofort senden. Ja, steht das Send danach. Aber, naja, da kann es eben zu diesen Kollisionen kommen und die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich sogar hoch. Wenn ihm einer sendet und 2, 3, 4, 5 andere stehen schon an mit ihrem Paket in der Hand, wenn die das alle so machen, Persistent CSMA, dann kommt es sicher zu einer Kollision. Wie können wir diese Kollisionswahrscheinlichkeit reduzieren?
wir testen hier nicht so schnell, wie wir können, sondern wir testen mit einer gewissen, mit einer zufällig gewählten, in einem vernünftigen Rahmen zufällig gewählten Zeit. Also, while carrier, do, weight und irgendeine randomisierte Zahl. Und weil ja, wenn wir das richtig machen, sind die Random Number Generators in jeder Station anders. Die testen also alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Wir haben hier den Sendewunsch, dann testen wir mal, geht nicht. Also irgendwann nach dieser Zeit nochmal testen, geht nicht. Nach kürzerer Zeit testen, jetzt würfeln wir hier was Höheres. Und zu diesem Zeitpunkt ist der Kanal frei. Wir fangen aber erst, naja, wir testen dann hier nochmal, stellen fest, wir können senden und schicken. Ein anderer hat vielleicht hier eine kürzere Zeit gewürfelt, kommt hier schon hin, sendet, dann würden wir hier feststellen, ach, da sendet ja doch wieder jemand anders. Also dieser Zufall, den wir hier einführen, beim Non-Persistent CSMA, reduziert die Kollisionswahrscheinlichkeit in diesem Fall, dass jemand anders sendet und alle drängeln. Alle warten. Beim P-Persistenten machen wir das ein bisschen anders. Wir prüfen das Medium wieder dauernd wie vorher. Aber wenn wir dann merken, es ist frei, dann senden wir nicht, sondern würfeln nochmal. Wollen wir senden oder wollen wir nicht senden? Und diese Wahrscheinlichkeit, die kann man natürlich einstellen. Die können wir ein Sechstel machen. Dann darf man halt nur senden, wenn dann die Leitung frei ist und wir eine Sechser würfeln und sonst halt nicht. Sonst müssen wir es nochmal probieren, wenn dann hier die belegt ist, na, dann geht es eben wieder in dieser Phase weiter. Also, solange wir einen Carrier feststellen oder bei dem Würfeln kein Sechser rauskommt, müssen wir eben nochmal warten. Ja, wie lange das, was der Einser wirklich bedeutet hier beim Warten, tausendste Sekunde oder sonst was, ist ja noch egal. Das muss halt hier zu der Würfelei passen. Und jetzt können wir hier natürlich mal uns ein P überlegen, 0,5, 0,1, 0,01 und mal kräftig simulieren und schauen, was dann wirklich gut ist. Und naja, kann auch für jedes 0,1, 0,11, 0,12, 0,09 und so selbstverständlich auch noch ein Paperchen schreiben. Diese Simuliererei, die hat tatsächlich stattgefunden und das ist das Ergebnis. Hier unten die angebotene Last, hier Faktor 2, Faktor 5 von dem, was wirklich erzielbar ist. Wenn wir mal sagen, wir haben 10 Megabit, dann würde hier 20 Megabit, hier 50 Megabit, hier 90 Megabit angeboten. Und hier schauen wir den erzielbaren Durchsatz an. Das reine Aloha, die 18% sehen Sie hier und danach, ja, wenn die angebotene Last zu viel ist, dann kommt der Datenverkehr zum Erliegen. Genauso beim Slotted Aloha. Interessanterweise das 1-persistente CSMA, also das persistente CSMA, das hat ein ähnlich katastrophales Verhalten. Also dieses Warten, Warten, Warten und dann aber alle senden, sobald der Kanal mal kurzzeitig frei ist. Das können wir uns auch vorstellen, ja, das, wenn mehr als die normale Last angeboten wird, dann bricht das zusammen. Mehr als eine vernünftige Last angeboten wird. Und Sie sehen, tatsächlich katastrophal. Hier haben wir den 0,5 persistenten CSMA und auch katastrophal. Hier ab 0,1 persistent, also mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 senden, sieht das ganz akzeptabel aus. Ich meine, wer ein Netzwerk aufbaut und neunmal so viel Last wie verfügbaren Durchsatz anbietet, der ist doch irgendwo selber schuld. Da muss man dann mal sagen, gibt schlauere Ideen. Dann hier das Nicht-Persistente, also diese Variante mit der zufälligen Zeit, die wir hier warten, das hat einerseits eine super Charakteristik, denn
es hat kein katastrophales Verhalten, nicht mal absinkend, selbst wenn wir sehr viel Last zu viel anbieten. Und dann gibt es hier noch dieses 0,01 persistente. Das auch ein vernünftiges Lastverhalten hat. Wir kommen insbesondere ziemlich gut an den maximalen Durchsatz hin, wenn genügend Last angeboten wird. Was einem hier zum Beispiel an dem Roten nicht gefallen könnte, ist, wir kommen in die höheren Durchsatzregionen erst, wenn sehr viel Last angeboten ist. Und hier ist der Durchsatz eigentlich schwach. Es wäre schöner, wenn wir hier gleich schön steil sind. Also, diese, natürlich unter der Annahme, dass die Last Poisson verteilt ist, stimmt eigentlich gar nicht, habe ich ja schon vorher erklärt gehabt, vor ein paar Wochen. Selbst ähnlicher Verkehr und so, self-similar nature of Ethernet traffic, aber das gibt einem natürlich schon hier eine Idee, was vernünftig ist und was wirklich unvernünftig ist. Und erstaunlicherweise ist das 1 persistente CSMA, was heißt erstaunlicherweise, irgendwie traurigerweise ist das 1 persistente CSMA nun gar nicht gut. Es gibt aber noch andere Ansätze. Dieses über das CSMA, das hat man also dann nachgedacht, schon wesentlich vor meiner Zeit als Informatiker, hat man dann nachgedacht und man hat dann auch lokale Netzwerke konstruiert, die das benutzen. Jetzt möchte ich Sie noch kurz daran erinnern an Aloha und Slotted Aloha. Der Vorteil vom Slotted Aloha war, dass man im Kollisionsfall den Schaden begrenzt. Wir unterdrücken keine Kollisionen, die passieren, aber wenn es denn passiert, versuchen wir, dass der Kanal nicht die ganze Zeit vollgestopft ist mit diesen wertlosen Paketen, sondern dass, wenn es kollidiert, dann ist es in einem beschränkten Zeitraum und dann ist wieder Schluss. Beim CSMA-CD, da macht man sowas Ähnliches. Wir machen CSMA und sobald der Kanal frei ist, dürfen wirklich alle anfangen zu senden. Aber sie senden nicht ihren ganzen Frame, außer sie merken, dass es eine Kollision gibt. Das merkt man nach ein paar Byte in dem Frame. Wenn die Collision Domain klein genug ist, wenn die hunderte von Kilometern groß ist, dann klappt es nicht. Aber nach ein paar Byte im Frame merken wir, ob es eine Kollision gibt. Schauen wir uns das mal an. Der A beginnt zu senden und sein erstes Datenbyte breitet sich in der Collision Domain aus. Ganz am anderen Ende sitzt der B, der beschließt, ein bisschen später anzufangen mit dem Senden und merkt schon, der sendet also und kurz drauf merkt er, da sendet ja noch jemand anders. Wie man das merkt, da müssen wir noch drüber reden. Merkt also, da sendet noch jemand anders, er erkennt die Kollision und dann hört er sofort wieder auf zu senden. Macht also nicht noch mehr verfügbare Zeit kaputt, weil er weiß, es hat eine Kollision, die beiden Frames, die da kollidiert sind, kann man sowieso vergessen, also machen wir sofort Schluss. Und außerdem schickt er noch so ein, muss er gar nicht, aber sinnvollerweise schickt er auch noch so ein Jamming-Signal, damit alle anderen merken, dass der Frame abgebrochen worden ist. Sein Byte marschiert übrigens auch über den Kanal, das erste Datenbyte von A, und hier merkt der andere die Kollision und hört auch sofort auf. Das letzte Datenbyte von A marschiert hier noch ein bisschen über den Kanal und hier ist der Kanal wieder frei. Und wir können es nochmal probieren. Jemand anders kann es nochmal probieren. Wir gehen ja davon aus, dass ordentlich Last angeboten wird. Wenn wenig Last angeboten wird, ist das sowieso alles ziemlich unkritisch. Dann ist die Wahrscheinlichkeit von der Kollision auch gering. Dazu muss der Transceiver aber irgendwie die Leitung beobachten und dann sofort mit dem Senden aufhören, eventuell noch jammen, damit es alle anderen auch ja mitkriegen. Das Kollisionsfenster, die sogenannte Slot Time, ist also zweimal die Laufzeit plus ein bisschen
Sicherheitszeit dazu, ne? Von hier wieder zurück. Naja, wenn es dumm läuft eben, der hat gerade angefangen, bevor das hier angekommen ist, wieder hin. Also die maximale Laufzeit in unserem Netzwerk, zweimal hin und zurück und dann noch eine kleine Sicherheitszeit obendrauf. So, jetzt können Sie sich hinsetzen. Das Netzwerk hat 2 Kilometer Durchmesser. Die Geschwindigkeit sind 200.000 Kilometer pro Sekunde. Also haben wir 10 Mikrosekunden für von da nach da. Zweimal die Laufzeit, 20 Mikrosekunden, noch ein bisschen was drauf. Jetzt wissen wir, wie groß unser Kollisionsfenster ist. Das können wir uns auch überlegen, wie viele Bit wir pro Sekunde schicken, wenn wir also 25 Mikrosekunden Kollisionsfenster haben. Bei der Datenrate von einem Megabit würde das also bedeuten, dass wir 25 Bit Kollisionsfenster haben. Bei 10 Megabit sind es halt 250, immer noch wenig genug, so 30 Byte oder sowas. Sicherheitszeit habe ich jetzt hier nur ganz wenig eingerechnet. Wenn uns also so eine Kollision aufgefallen ist, und ich habe immer noch nicht gesagt, wie sie uns auffällt, wenn uns also eine Kollision aufgefallen ist beim CSMA-CD, dann unterbrechen wir sofort unseren Sender, senden nicht mehr weiter. Wir wollen natürlich dann auch wieder später dann es trotzdem nochmal probieren. Aber die beiden Streithähne sozusagen, die die Kollision verursacht haben, die lehnen sich erstmal ein bisschen zurück. Bevor wir das nochmal schicken, verdoppeln wir die Wartezeit, bis wir es nochmal probieren. Begrenzt auf 2 hoch 10 Slots, also die Wartezeit wird dann hier, Slot Time 25 Mikrosekunden, weniger als 1000 Mal diese 25 Mikrosekunden, als 25 Millisekunden ist das maximal lang, bis wir es wieder probieren. Somit passen wir uns eben einfach ein bisschen an die Netzlast an. Natürlich kann es passieren, dass wir dann schon ordentliche Wartezeiten kriegen. Wir können ja auch, wenn wir es nochmal probieren, wieder Pech haben und kollidieren mit jemand anders. Das ist alles schon noch möglich. Theoretisch kann es sogar sein, dass wir unser Paket überhaupt nicht loswerden. Nicht deterministisch. Da kriegen viele Leute dann, gerade so Industrieautomatisierer, die Krise, kalte Füße und Angst. Andererseits kann man natürlich auch sagen, das passiert nur, dass es nicht abgeschickt werden kann, dieser pathologische Fall. Wenn wir zu viel Last im Netzwerk anbieten, müssen wir unser Netzwerk eben richtig dimensionieren. Overprovisioning. Und wenn Sie sich zu Hause Ihr Heimnetzwerk angucken, was da 100 Megabit kann oder 1 Gigabit kann, und Sie haben 3 Arbeitsplatzrechner dran, vielleicht irgendeinen Backup-Server noch und einen Drucker und Ihr DSL-Router, über den 6 Megabit oder meinetwegen 16 Megabit kommen, dann können wir uns ausrechnen, dass wir schon ein spezielles Programm schreiben müssten, um das Netzwerk vollzukriegen. Und auf allen Arbeitsplätzen laufen lassen müssten, um da solche Effekte vielleicht irgendwann mal zu erzielen, wenn wir uns anstrengen. Aber im normalen Betrieb würde uns das bei einem richtig dimensionierten lokalen Netz auch nicht passieren. Und wer die 10-fache Last anbietet in einem lokalen Netzwerk, der muss sich schon die Frage gefallen lassen, ob er da nicht was falsch macht. Das hier, Transceiver beobachtet die Leitung, ist eine wichtige Komponente. Es gibt, und das muss man irgendwie hinkriegen, und es ist leider, jetzt ist die Batterie hier alle, es ist leider nicht so einfach. Wir werden dann gleich noch einen Trick kennenlernen, wie man das hinkriegt, aber insgesamt, das gibt es nicht von alleine, das gibt es nicht kostenlos, und in Funkkanälen ist es ganz schwer. An der Antenne, mit der Sie da, oder wenn Sie 5 cm daneben eine zweite Antenne haben, wenn Sie hier
senden. Und hier ein paar Zentimeter daneben, sagen wir mal 5 cm, da haben Sie eine Antenne und da wollen Sie ein ganz schwaches Signal in Empfang nehmen. Immerhin ist der andere Sender ja ein paar hundert Meter weg oder sowas. Und bei der Übertragung in der Luft sinkt ja die Feldstärke irgendwie ein Quadrat mit der Distanz. Dann wird unser Empfänger vollständig von dem Signal hier überlagert. Also da gibt es sowieso kein CSMA. Und auch wenn wir so einen Anschluss an einen Draht haben, ist es schon schwer auseinanderzuhalten, was überträgt der andere und was übertragen wir. Ich meine, wir sind ja viel stärker in dieser geografischen Gegend, gleich neben dem Sender. Also beim Drahtlos fällt mir, ja, ist es schon richtig schwer. Und selbst beim Draht ist es noch schwer genug und man benutzt da so einen Trick, auf den wir gleich zurückkommen. Deshalb hat man sich auch eine andere Technik überlegt, das CSMA-CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Und das ist wieder die Idee, wenn schon was kaputt geht, dann bitte ein billiger Schaden, der nicht so viel Durchsatz verfrisst. Und wie kriegt man das hin? Naja, wir könnten dafür sorgen, dass nur kurze Pakete kollidieren und die langen nicht mehr. Das ist die Idee vom CSMA-CA. Und deshalb schicken wir mal so ein Probepaket an den Empfänger, das RTS, Request to Send. Und der sollte antworten mit einem CTS. Wenn das CTS ungestört ankommt, dann freuen wir uns. Die anderen sehen ja, dass wir jetzt mit unserem Carrier aktiv sind, RTS, CTS, und können sich denken, da darf jetzt dann gleich jemand senden, also senden wir nicht. Also kommt das CTS ungestört an, wird das Informationspaket gesendet. Mit dem RTS können wir übrigens auch den Empfänger sozusagen aufwecken, dass der sich noch ein bisschen auf das Empfangen vorbereiten kann. Es können aber natürlich auch Kollisionen passieren, die passieren beim RTS. Zwei schicken gleichzeitig ein RTS. Die gehen natürlich kaputt, keiner schickt ein CTS. Aber weil es kaputt gegangen ist und weil es nur ganz kurze Pakete waren, ein paar Byte lang, lang genug für die Collision Domain natürlich, nur ein paar Byte lang, ist es nicht so teuer, wenn was verloren geht und die anderen können danach wieder munter CSMA veranstalten. Also wir legen nicht so viel in Anführungszeichen tote Bits auf den Kanal drauf. So, und dieser Austausch hier mit dem RTS und CTS und noch ein bisschen Wartezeiten zwischendrin verhindert tatsächlich die Kollision der Datenpakete. Die Reservierungspakete können kontrollieren, die Datenpakete eben nicht. Und da müssen wir nicht mithören, nicht die Leitung überprüfen. Im Funk ist es das Einzige, was wir machen können. Wir haben auf jeden Fall weniger Hardwareaufwand. Die ersten, die das systematisch betrieben haben, also nicht systematisch, aber das in der entsprechenden Größenordnung betrieben haben, das war das Local Talk, was in alle Macs ab 1984, 85 eingebaut war. Und da gab es zwischendurch dann, Hunderttausende von LocalTalk-Netzwerken, die so mit dem CSMA-CA funktioniert haben. Ohne, das war zu den Zeiten, wenn man ein Mac gekauft hat, war das Netzwerk dabei und bei anderen musste man eine Ethernet-Karte für ein paar Tausend kaufen. So waren die Relationen da. Und die Hardware war geschickt genug konstruiert, dass man dieses RTS-CTS eben vernünftig und ohne weitere Kosten machen kann. Und auch in unseren drahtlosen Netzwerken, das werden wir dann gleich auch nochmal betrachten, da sehen wir dann auch noch, vielleicht auch nächste Stunde, sehen wir auch nochmal das Timing, das ja relevant ist. Hier, dieser RTS-CTS-Austausch und ein bisschen Wartezeiten verhindert eben Kollisionen. Die entscheidende Idee, um das CSMA-CD vernünftig betreiben zu können, die kam
von dem Bob Metcalf am Xerox Park. Ich habe ja schon über das Xerox Park gesprochen, dass die Maus erfunden, nein, nicht die Maus, die ist gerade nicht erfunden worden, aber die Fenster, das objektorientierte Programmieren, ne, der Alan Kay und der Laserdrucker, Gary Starkweather, die sind da erfunden worden. Und eben das Ethernet von Metcalf und Boggs. Das hier ist eine Zeichnung, die der Bob Metcalf mal irgendwo bei einem Vortrag an der Uni aufs Whiteboard, naja, ganz white war es nicht, das Whiteboard, drauf gepinselt hat. Da sieht man hier das Gelbe, das Übertragungsnetzwerk, the Ether, diese Termination, haben wir in technischer Informatik darüber gesprochen, warum es das braucht. Und hier die Adapter, ne, der eigentliche Transceiver, der sich da so reinbohrt, und das Interface und hier dann der Computer. Und die schlaue Idee war, wenn Sie so zwei Pakete auf diesem Ether hier, auf diesem gelben, das Koax-Kabel, was Sie benutzt haben, war wirklich quietschgelb, wenn sich das da überlagert, dann müssen wir irgendwie messen können, dass das der Fall ist, wenn sich zwei Pakete überlagern. Nehmen wir mal an, wir benutzen die Manchester-Kodierung. Die haben wir uns ja angeschaut in der technischen Informatik. Die ist DC-balanced. Das heißt, wir haben keinen Gleichstromanteil. Wenn sich die Pakete aber überlagern, dann, ne, die Bits da überlagern, dann kommt es plötzlich zu einem Gleichstromanteil. Und den kann man relativ einfach messen. Natürlich ist es nicht so, wenn das erst Gleichstrom balanciert ist und der andere schickt auch was, man, da ist ja schon eine gewisse Dämpfung vorhanden, dass wir dann so ein Level wie 5 Volt oder sowas ähnliches messen. Aber wenn der Gleichstromanteil über einem Schwellwert ist, über einem geringen Schwellwert ist, dann schließen wir auf eine Kollision. Dieser Threshold, der wird hier in diesem Bereich gewählt. Und wenn der Gleichstromanteil über dem Threshold ist, dann haben wir eine Kollision. Und das ist eine einfache Art, eine relativ einfache Art, das zu messen, sozusagen mit einem Voltmeter. Natürlich muss man, wenn man das gemessen hat, auch noch hier irgendwie signalisieren und so weiter. Aber, ja, okay. Also die schlaue Idee war, man nehme diesen Code und die Beobachtung, dass der Gleichstrom frei ist, den Manchester Code, und dass es eine Überlagerung gibt, und dann haben wir doch noch einen signifikanten Gleichstromanteil, weil dann eben nicht mehr in einem gewissen Zeitraum eine Zeit lang das Signal auf 1 war und dann auf minus 1, ne? Ja, jetzt kommen wir dann zu den weiteren Einschränkungen. Beschränkungen, ne? Die Größenbeschränkung des Kollisionsgebietes, 2500 Meter, dann ist die Signallaufzeit hin und zurück, maximal 23 Mikrosekunden, Roundtrip 46,4 Mikrosekunden, bei 10 Megabit sind das 464 Bit, das ist jetzt auch unser kleinstes Paket. 464 Bit. Danach wissen wir, dass es keine Kollisionen mehr, dass es keine Kollision gegeben hat, weil wir bis dahin nicht einen Gleichstromanteil auf der Leitung gemessen haben über dieser Schwelle. Die maximale Paketlänge haben die halt mal auf 1500 Byte festgesetzt, weil die Chefs bei Xerox, Fotokopiererverkäufer, wenig Verständnis für lokale Netze hatten. Die hatten auch noch Verständnis für Großrechner und Rechenzentren und sowas, aber nicht für verteilte Computer und PCs und solche Sachen, persönliche Computer, personal computers. Hat der arme Bob Metcalf es nicht fertiggebracht, dass das
Xerox das als Produkt verkauft. Die Standardisierung hat zwar mit Intel und DEC zusammen, hat dann auch noch geklappt, aber Xerox hat einfach keine Lust gehabt, das wirklich als Produkt zu verkaufen. Was die gemacht haben, ist das Ethernet in Fotokopierer eingebaut, damit der automatische Formulareinzug mit dem Druckwerk und mit dem Papiermessfühler kommunizieren kann und solche Dinge. Und mit der Sortiereinheit kommunizieren kann. Das hat den Bob Metcalf ziemlich frustriert. Und er hat dann seine eigene Firma aufgemacht, hat dann zu Xerox gesagt, ja, also ich würde jetzt gerne das, was ihr da nicht wollt, verkaufen mit meiner eigenen Firma. Und hat Xerox gesagt, da wünschen wir viel Glück dabei. Und tatsächlich hat der Bob Metcalf viel Glück gehabt. Die Firma, die er dann gegründet hat, hieß 3Com. Und naja, ich weiß nicht, ob er eine Milliarde da gemacht hat oder nur ein paar hundert Millionen, ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls ist wie bei all den Sachen, die bei dem Xerox PARC entwickelt worden sind, alle sind reich geworden, außer Xerox da dran. Der Steve Jobs hat da die Fenster und die Bitmap-Bildschirme zum ersten Mal gesehen und hat seinen Leuten gesagt, bauen wir den Mac. Und hat damit einen riesen Erfolg gehabt. Da hat dann auch Microsoft eine Inspiration hergekriegt. Die Laserdrucker, die hat Xerox immerhin selber produziert, nachdem auch andere Leute dann schon mal einen Laserdrucker hatten. Und wir werden noch bei anderen Techniken vorbeikommen. Die waren auch beim Internet ganz vorne dran. Und Xerox hat das nicht irgendwie keinen Gewinn draus schlagen können. Da gibt es ganz interessante Bücher dazu. Wenn Sie es interessiert, kommen Sie mal bei mir vorbei. Nur noch so ein paar Varianten dann vom Ethernet, da müssen wir jetzt noch ein bisschen durchgehen. Dieses Attachment Unit Interface, das ist so ein Kabel zwischen dem Transceiver am eigentlichen Yellow Cable hier und dem Computer. Das Yellow Cable, auch 10Base5, als 10Base5 standardisiert, auch SIGNET und Yellow Cable genannt. Das ist wirklich ein ziemlich dickes, nicht flexibles Koaxialkabel, Wellenwiderstand 50 Ohm, also vorne und hinten 50 Ohm Widerstände dran, sonst geht es nicht richtig. Man kann mit vernünftiger Dämpfung bis zu 500 Meter überbrücken, dann braucht man eine Brücke, einen Signalverstärker. Der Transceiver, der wird auf eine ganz interessante Weise angeschlossen, unterbrechungsfrei. Sie müssen das Netzwerk nicht zerlegen, Sie müssen das Kabel nicht aufschneiden und irgendwelche Stecker dran machen und dann wieder zusammenstecken, so wie hier. Hier abschneiden, Stecker dran, so ein T-Stückchen und dann wird es hier angeschlossen bei dem 10Base2, auch ThinNet oder CheaperNet genannt. Nur 5 mm dick und eher fürs Labor geeignet, wie Sie sehen. Hier gibt es so einen Dorn, einen leitenden Dorn, der wird da reingeschraubt mit so einem großen Knopf, der da hinten dran ist, wird da reingeschraubt und der bohrt sich dann hier in die Kupferader in der Mitte hinein. Der ist natürlich an diesen Stellen hier dann noch isoliert, denn hier ist der Außenleiter und dann hat es hier noch so kleine Dorne, die sich in den Außenleiter reinbohren. Jetzt hat der Transceiver Kontakt mit außen, Kontakt mit innen und wir sind das ohne Unterbrechung des Betriebes hat man da ein weiteres Gerät angeschlossen. Noch ganz raffinierte alte Hardware mit neuer Hardware-Kombination. Über das habe ich ja schon gesprochen, das 10Base2, ein bisschen angenehmeres Kabel, vor allem viel billiger. Auch der Transceiver selber hier ist natürlich billiger, das Attachment Unit Interface ist billiger. Dann gab es noch so ein baumstrukturiertes, im Kabelverteilnetz funktionierendes Variante vom Ethernet 10Broad 36 mit einem, ja, Sie sehen schon, Antennenkabel hier. Da wird dann das Ethernet in Fernsehkanälen betrieben. Also ein paar Megahertz auf die Seite setzen und da drin Datenübertragung machen. Und das 10Base-T, ja, da müssen wir jetzt ein bisschen drüber sprechen. Das ist leider hier noch auf die falsche Seite gerutscht. Denken Sie es auf der nächsten Seite. Beim 10Base-T, naja, die Beobachtung ist, viel Verdrahtung in Gebäuden ist nicht mit Koaxkabeln, dafür muss man auch immer so riesen Löcher bohren
und die gehen auch nicht im Kabelkanal so schön um die Ecke, sondern die brauchen einen gewissen Radius. Das normale Telefonkabel, was wir benutzen, mit diesen vier kleinen Adern drin, das ist irgendwie flexibler zu handhaben. Im Baumarkt kostet es weniger. Bei den Endstücken, da nimmt man halt ein paar Schrauben zum Verbinden und schraubt so fest, kann man auch mit Lüsterklemmen oder sonst was machen. Also mit einfacher Hobby-Elektriker-Technik geht das prima. Und außerdem ist es in vielen Gebäuden einfach schon verlegt. Gerade in Amerika gab es in Büros jede Menge überflüssige solche vieradrige Verkabelung für die Telefone. Und da lag es eben nah, so ein Netzwerk mit diesen vier Drähten, die sind ja also verdrillt, die Drähte, und dann haben wir in technischer Informatik besprochen, warum das eine schlaue Idee ist, das zu verdrillen. Da können wir zwei Drähte fürs Senden nehmen und zwei Drähte fürs Empfangen nehmen, also hier in dem Sternkoppler, der die dann alle zusammenführt, das ist jetzt sternförmig verkabelt. Sternförmig waren diese Kupferkabel sowieso schon verkabelt. Das ist ja, ne, neben der Telefonanlage kann man sowas hinstellen dann. Wo die Kabel alle zusammenlaufen, das ist hier bei uns da unten vorne neben dem Eingang. Wenn Sie durch den Eingang reinkommen, links die verschlossene Tür, da stecken die alle drin. Diese Sterncontroller, Star Controller, Hubs und Wiring Cabinet ist eben gerade so ein Ausdruck für so einen Raum. Also da kommen die hier an, das Signal wird ein bisschen verstärkt. Hier auf den zwei Sendedrähten geht es raus. Und hier innen drin haben wir dann das gemeinsame Medium. Ein Stück Leiterbahn oder vielleicht nur einen Chip drin, ein paar Zentimeter oder ein paar Millimeter Leiterbahn. Dann sind die zusammen verkabelt. Hier kommt also das Eingangssignal hier auf diesen Bus und von da aus geht es hier in all diese abgehenden Leitungen rein. Hier wird es dann wieder übertragen auf den zwei Drähten. Je nachdem, wie vornehm, also die primitivste Version, die macht das einfach so und die Endgeräte erkennen die Kollision. Fertig. Man kann sich auch noch schönere Versionen vorstellen, sobald man feststellt, dass hier ein gültiges Paket anliegt. Hier zentral schaltet man diese UND-Gatter ab, bis auf den, der sendet, also einen offen lassen, die anderen schließen. Dann kann man auch noch ein bisschen besser Kollisionen unterdrücken. Dass da Kollision stattfindet, merken die anderen ja immer noch, denn gesendet wird ja trotzdem. Wir können hier vielleicht noch einen Ethernet-Chip und eine Management-Einheit anbinden, dass wir von hier aus managen können. Also sagen können, der ist jetzt einfach abgeklemmt, der darf nicht mehr senden. Na, dann wird der hier einfach ausgeschaltet. Hier in dieses Management, heutzutage wird man da einen Webserver einbauen, dass man das vernünftig managen kann. Vielleicht haben wir hier auch noch so einen BNC-Ausgang für das 10Base2 oder so für das 10Base5, mit dem wir mehrere von diesen Dingern miteinander verbinden können. Das sorgt jetzt auch gleich noch dafür, dass wir größere Collision Domains aufbauen können. Das Signal wird hier regeneriert und so weiter und so weiter. Beim nächsten Mal sprechen wir dann noch über die Ethernet-Varianten, also Fast Ethernet, 100 Megabit, Gigabit. Da muss man sich noch ein bisschen anstrengen, insbesondere damit man das über diese eigentlich schäbigen Kabel drüber bringt. Und danach wollen wir noch ein bisschen über Wireless LANs reden. Bis dahin, bis also nächste Woche Montag um 14 Uhr, wünsche ich Ihnen noch eine angenehme Woche, ein angenehmes Wochenende und dann eben Montag wieder. Auf Wiedersehen. Thank you.